So, du geiler Zuckerarsch. Das muss Funk sein. So. Oh, der Funk. Ja, der alte Zuckerarsch. Ich will knuddeln. Die Glatze ist mega cool. Ich habe mir die Streams noch, habe ich mir nochmal im Stream angeguckt. Ich finde die Glatze mega. Also ganz ehrlich, der Funk, also es sieht jetzt, ne? Sieht richtig offiziell aus jetzt, der Funk, finde ich. Hm. Wenn der sich jetzt noch so ein schnittiges Hemd, so ein schwarzes Hemd oder so anzieht, das würde ich gerne mal sehen. Und seitdem Friendly Fire war, gehe ich ins Bett und ich denke einfach an Friendly Fire, an Erik, an Fischkopf, an die alle. Wird der Burgerstream mit Funk noch vor 2017 stattfinden? Jawohl. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ich werde euch jetzt zu Gronkh rüberschicken, ob ihr es wollt oder nicht, denn der liebe Erik, der Große, meine Güte. Entschuldigt bitte. Der große Erik, der große, wunderschöne, bärtige Flachmops hat... gerade Grimtails 9 im Live-LP. Ich wünsche euch viel, viel Spaß dabei. Ich werde auch noch minimal ein bisschen zugucken, aber ich muss dann schon gleich Schlummipummi und Kissenradio hören. Sollen wir Gronkh was ausrichten? Dass ich ihn gern hab. Dass ich ihn sehr, sehr gern hab und dass ich ihm für alles danke, was er jemals getan hat. Weil ohne ihn wären ganz viele Leute nicht auf meinem Kanal und würden mich mögen. Und das ist zu lang, um das zu sagen. Steck dir eine Banane in dein Ohr. Übrigens ganz kurz für die Leute auf YouTube, wir sind ja gerade im Live-Let's Play, ne? Das heißt, auf Twitch im Chat geschehen Dinge, auf http://gronkh.chat oder auf http://gronkh.tv geschehen gerade Dinge. Und für die Leute, die gerade hier reinkommen, erstmal ein herzliches Hallo für die Leute, die reinkommen und sagen, steckt dir doch eine Banane ins Ohr. Lass mal überlegen, jetzt muss ich was zurückgeben natürlich, steckt dir eine Banane ins Ohr, der Funk ratet uns nämlich gerade. Für Leute auf YouTube, müsst ihr nicht verstehen. Da muss ich jetzt irgendwas zurückgeben. Die Katze ist ja jetzt schon leider tot. Die haben wir schon vergiftet gerade. Was können wir denn da... Was können wir denn zurück aus... Da wird der Mops in der Pfanne verrückt? Ich weiß es nicht. Das hört sich so... richtet ihn doch bitte mal zurück aus. Streichel meinen Mops. Du geiler Klops. Das wäre schön. Streichel meinen Mops, du geiler Klops. So, ich habe keine Ahnung, was das genau bedeutet, aber ich bin sicher, der Funk wird das schon entsprechend interpretieren. Es wird auf jeden Fall sehr schön. Ich bin sicher, es wird schön. Ach, der Funk ist gerade da. Oh, der ist gerade da. Ich habe nichts gesagt. Du geile Sau. So, Entschuldigung. Das ist mir jetzt sehr unangenehm. Es wäre mir angenehmer, wenn er das durch euch gehört habe, dann könnte ich das nämlich die Schuld auf euch schieben. So wie ich das ja immer mache. Du Funk, bist du eigentlich neidisch, dass andere Menschen Gronkh nackt gesehen haben müssen? Profilbild und so? Was? Was? Wie, was? Wo? Ich wäre gern Menschen mit einer Zeitmaschine, die gerade diesen Stream gucken. Kann ich vorbeikommen, dahin zurückreisen, wo das... Wann? Ich habe was? Ich wollte auch ein Meter auf der RPC ausgeben und wusste es ein Restaurant. Ach so, ganz am Ende war das. Hat der Funk nachher getrunken? Ja, das war ja klar. Das war ja klar. Der zischt die einmal, der atmet das so weg, so. Oh, ich will den Funk knuddeln. Ach, der Funk ist so ein Lieber einfach. Das ist so ein Lieber. Jetzt wird sich gerade über Funks Glatze unterhalten. Ich finde die Glatze super. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Die ist super, die Glatze. Jawohl. Und der Funk fühlt sich so wohl und das ist die Hauptsache. Das muss man so akzeptieren. Wenn ich das schaffe, schaffst du es auch. Funk mit Glatze. Ich würde natürlich nie akzeptieren, dass der Funk heiratet. Klar. Nein, ich freue mich voll. Boah, als das Bild kam mit den Ringen, alter Schwede. Boah. Das heißt aber auch, dass vielleicht bald Nachwuchs unterwegs ist. Boah, das wäre mega. Würde ich mich echt mega freuen. Ach, schön. So. Er will noch zweimal oder so die Glatze nachrasieren. Das kann er von mir aus eine ganze Weile tragen. Ich finde, der Funk ist der Bruce Willis der Streamer-Szene. Ja, das ist der Funk. So, kann man mal so sagen, nicht jedem steht eine Glatze, wenigen steht eine Glatze, aber beim Funk, so, muss man mal sagen. Glatzenbabys, ja, Babys haben meistens eine Glatze. So, die Glatze ist schön, Glatze loben, ja, finde ich auch, Glatze polieren. Die Zuschauer selbst entscheiden, ob man von einem Fan ist, bis dahin ist man Zuschauer. Genau, und deswegen sage ich gerne das sehr wertneutrale und völlig objektive Zuschauer. So, ich bin auch gerne Zuschauer anderswo, es gibt auch ein paar Kanäle, da bin ich vielleicht Fan, da gucke ich gerne rein. Aber ich bin jetzt nicht so... Lyric zum Beispiel, auf Twitch. Lyric schaue ich mir furchtbar gerne an.
Ob ich mich jetzt als Fan bezeichnen würde, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Funk Royale gucke ich mir sehr gerne an. Würde mich auch als Fan bezeichnen. Hab mir auch ein Shirt gekauft. So, kann man ruhig sagen. Doch, da schon eher. Gronkh hat dir doch gratuliert bei Twitch und wollte erst den Antrag annehmen. Oh, was? Das habe ich nicht... Nein! Das habe ich nicht gelesen. Na toll. Ich muss mich nochmal... Ich habe so viele Nachrichten bekommen diesbezüglich. Ist unglaublich.